Wir wollen mit Christian Ramrath sprechen, Vorsitzender des BVB-Fanclubs. Ganz herzlich willkommen bei Bild. Grüße Sie. Ja, Geisterspiele. Tja, ist das eine Möglichkeit, um wieder Normalität zu schaffen im Fußballfan-Alltag, also endlich wieder Bundesliga? Also wir sehen es tatsächlich halb-halb. Der eine Teil sagt tatsächlich Geisterspiele, ja, es ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Schritt Richtung Normalität und dass man zumindest mal wieder ein bisschen Live-Fußball sehen kann und nicht immer nur Wiederholung. Die andere Hälfte bei uns sagt jedoch auch, Fußball ohne Fans ist natürlich kein Fußball, so wie wir ihn haben wollen. Aber in erster Linie geht es halt um die Gesundheit aller und um wieder ein bisschen Richtung Normalität zu kommen. Von daher denke ich mal schon, dass Geisterspiele der erste gute Schritt sind. Deutung hat denn der Fußball für Sie auch persönlich und für die Fans in Ihrem Fanclub am Wochenende? Hat da richtig was gefehlt jetzt in der Corona-Zeit? Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr komische und sehr ruhige Zeit, gerade an den Wochenenden, wo man halt zusammen im Stadion wäre, zusammen in einer Fankneipe oder zusammen generell Fußball gucken würde. Es fehlte schon was auf jeden Fall. Von daher, wir freuen uns auch, wenn es zumindest mit Geisterspielen wieder losgeht, man irgendwie während der Spiele zusammen über Skype irgendwie Videochat machen kann. Oder wir haben hier in Essen auch ein Autokino neu aufgebaut, was wohl auch die Konferenzen der Bundesliga übertragen wird. Und was glauben Sie, hat also ein Geisterspiel Auswirkungen auf das Ergebnis, Auswirkungen darauf, wie die Spieler agieren auf dem Platz? Ja, gerade denke ich mal bei so Vereinen wie halt Schalke 04 oder auch Borussia Dortmund wie bei uns, wo man halt wirklich die komplette Kurve hinter sich hat. Eintracht Frankfurt hat eine super Kurve hinter sich. Da ist es natürlich schon so, dass auch die Fans nochmal einen ausschlaggebenden Punkt geben können. Für die Spieler wird es auf jeden Fall komisch sein. Erstmal vielen Dank für die Einschätzung an diesem Morgen.